erste Drückjagd dieses Jahres, alles ein bisschen anders. Corona-bedingt leider. Wir mussten, jede Gruppe hat seinen eigenen Treffpunkt. Das wurde dann vorher per Google Earth und E-Mail wurde das jedem Gruppenleiter und jedem Schützen mitgeteilt. Hier sind jetzt 4 Gruppen insgesamt an dem Parkplatz, jeder für seine Ecke. Und ja, dann hoffen wir mal, dass es heute gut wird. Und ich bin gespannt, was an Wild da ist. Keine Ahnung, in dem Revier kann man dies ja nicht so viel zum Jagen, wegen Corona auch. Und ich freue mich auf eine schöne Jagd, das Wetter ist gut. Und der liebe Dan begleitet mich mit der Kamera. Und dann gucken wir mal, dass wir ein paar schöne Aufnahmen hinkriegen. So, wir sind jetzt auf dem Stand angekommen. Ich habe dieses Jahr mal einen anderen Stand genommen. Ja, nicht weil der unbedingt besser ist. Ist er vielleicht sogar auch, aber ich wollte einfach mal einen anderen Stand haben. Meinen Stand sonst hat mein Kumpel Thomas. Der sitzt da jetzt. Und ja, ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Gar keine Ahnung. Zum Glück sind wir hier ein bisschen windgeschützt. Und es regnet nicht mehr. Das Wild werden wir aber vermutlich nicht hören. Deswegen aufmerksam sein. Das Treiben dauert 3,5 Stunden. Das ist natürlich eher nervig, aber das ist so. Die Nachbarn wollten das so. Wir haben lieber eigentlich kürzere Treiben, aber naja. Und hier kommt auf jeden Fall gerne Rotwild und ja, Sauen eigentlich auch, aber ist eher Rotwildstand. Ob das jetzt wirklich kommt heute, weil es nicht mehr so viel da, wie es vor vielen, vielen Jahren war, aber Rotwild ist definitiv, gibt's noch. Und ja, rechts von mir ist auch ein Nachbarschütze, den kann ich sehen, den anderen Nachbarschützen, der sitzt da den Weg weiter runter, ungefähr 200-300 Meter entfernt. Und ja, da muss ich drauf achten, ansonsten kann ich eigentlich mit, wenn Kugelfang gegeben ist, überall hinschießen. Ja, und jetzt Ruhe bewahren, konzentriert bleiben und warten, bis Wild kommt. Passt leider auch nicht. Ja, also, wir hatten jetzt schon den ersten Anblick. Altier, Spaltier, Kalb mit einem 8er oder Eichsprossen 10er vom zweiten, dritten Kopf. Da vorne ging die Gangbahn nicht mehr zu schnell. Und hier oben hatte ich keinen Kugelfang mehr. Und da sieht man mal, das war ein ganzes Rudel, das waren 4 Stück. Große Tiere, Rotwild. Hat die quasi gar nicht gehört. So gut wie gar nicht. Hab schon mal den ersten Anblick. Vielleicht kommen die meinem Vater oder meinem Nachbarschütz. Mal gucken. Mehr Rotwild. Dreijähriger Kronhirsch. Der passt natürlich nicht in die Freigabe. Auch nicht als Jagdpächter. Sehr schön. Da kann ich nichts machen. Das ist ein Schmaltier oder so. Oder ein Alttier. Das wurde wahrscheinlich dann vorher das Kalb da geschossen. Vermute ich mal. Aber Alttiere sind alleine nicht frei. Könnte ein Alttier sein, das schieße ich nicht. Film ruhig. Bäh! Fuck, es
bleibt sogar stehen. Gut gesehen. Müsste ein Schmalreh. Ich glaube nicht, dass ein Kitz ist, wenn ein Schmalreh oder ein Ricke sein. Weiblich auf jeden Fall. Ist auch am Schlägeln, aber ist direkt im Schuss. Zusammengesagt, müsste verendet sein jetzt. Ja, ja, also es sind jetzt 2,5 Stunden ungefähr schon vorbei. Wir haben ein weibliches Reh liegen. Im Rotwild hat es einfach nicht gepasst. Die Hirsche haben auch nicht gepasst. Und ja, jetzt gerade sind immer 4 Schuss hinter uns gefallen. Und wenn hinter uns Schüsse fallen, kommt in der Regel eigentlich dann fast immer was. Aber entweder sind die, ist das Wild woanders hin oder es wurde alles erlegt, was vorkam. Ja, es sind so viele Schüsse, sind nicht gefallen. Waren, sind wohl wenige Sauen im Treiben, wie ich es auch befürchtet habe. Rotwild ein bisschen was. Und, aber ein paar Sauen liegen auf jeden Fall schon, auch ein paar Stück Rotwild liegen auf jeden Fall. Und ja, jetzt müssen wir noch warten, jetzt noch 1,5 Stunden ungefähr. Und geduldig sein, das wird jetzt die anstrengendste Zeit quasi. Die Zeit zu überbrücken, wo wenig los ist. Aber es kann immer noch was kommen, ne? Immer, immer, immer. Deswegen konzentriert bleiben und das Beste draus machen. Wollt man Zeit. So, Jacht vorbei, Waffe entladen. Und ja, ein Reh liegt. Gucken, was unsere Nachbarn haben. Mein oberer Nachbar hat zweimal geschossen, Einzelschüsse. Deswegen denke ich, wird er was haben. Und der letzte Schütze hat auf jeden Fall auch ein Kalb liegen. Deswegen, ich denke, die Jagd ist besser ausgefallen, als ich dachte. Und ja, jetzt fängt die Arbeit an. Bald mal Zeit. Ausschuss ist hier vorne am Stich, Einschuss ist auf der anderen Seite, mittig ungefähr oder da. Ja, das passt doch wunderbar. Dann danke fürs Ausmachen. Du hast es ja als erstes gesehen, Waldmanns Dank. Und ja, jetzt geht's ans Bergen und aufbrechen. Ja, wunderbar. Das ist doch mal ein guter Auftakt. Ja, wunderbar. Ja, heute Drückjagd. Und ich bin sehr froh, auf einer Drückjagd zu sein, weil die meisten Drückjagden wurden abgesagt. Und ja, bin ja in der Nähe, beziehungsweise an der Mosel in einem Revier. Und habe, denke ich, einen guten Stand. Ich sagte eben zu meinem Bruder, als wir hingegangen sind, oh, das ist ein guter Stand. Und zufälligerweise wurde ich hier hingestellt, weil ich noch lieber noch mehr talabwärts gestanden hätte. Aber hier gehen 2 Täler zusammen. 2 Gräben, das ist immer gut. Vor uns rechts ist so eine kleine Dickung. Ah, da kann was drin liegen, aber rechne ich jetzt nicht mit. Wir haben eigentlich ziemlich gutes Wetter. Hier sind wir aber so in der Zwischenphase zwischen Nebel und kein Nebel. Und hier tropft jetzt der ganze Tau von den Blättern runter, weil es hat gefroren die Nacht. Ja, ich freue mich. Ich bin aber auch, muss ich ehrlich sagen, ziemlich aufgeregt. Ja, ich denke mal, die Sauen kommen von da unten hier hoch. Oder sie gehen hier in den Gegenhang, rechts im Gegenhang, wo mein Nachbarschütze ist. Da kann ich aber erst entweder ganz am Anfang schießen oder ganz zum Schluss. Das war die ganze Zeit cool fangen, aber der steht in der Verlängerung und schießt man natürlich nicht. Das ist Stand S4. 4 Stück Wild, also Schwarzwild, 4 Stück, scheint das wohl zu bedeuten. Und ja. Dann versuche ich mal, die Ehre des Stands zu behalten, ne? Wenn hier immer 4 Stück fallen. Guter Stand. Ich bin optimistisch, dass was kommt. Moseljagden sind auch einfach mega. Also diese Steinhänge, meistens gutes Wild vorkommen. Und ja, die Natur ist hier an den Moselhängen. Das ist ein Traum. Das macht schon echt Spaß. So, jetzt versuche ich mich mal zu konzentrieren und halt mal zwei.
sind relativ wenig.